Okay. Ich fühle mich wieder ready. Fühlt ihr euch auch ready? Wo muss ich überhaupt hin? Ich muss da... Oh, hier gibt's noch ein bisschen was, ne? Ah, stopp. Hier müssen wir noch ein bisschen was aufmachen, Freunde. Wait just a second. Junge, dein Koffer triggert. Wo triggert der denn? Ich bitte dich, ist doch alles clean? Na, auf Knopfdruck, sag ich dir. Auf Knopfdruck. So, mach mal auf da. Mal auf! Können wir nochmal was verkaufen vielleicht? Was ist das denn? Antike Pfeife, auch gut. Die hatten wir ja auch schon. Gibt's ja mal mehrere davon. So, warte mal, da hinten ist auch noch was. Da muss ich nochmal zurück. Aber komme ich da überhaupt lang? Da komme ich gar nicht lang, oder? Müsste ich hier irgendwie aufmachen. Nee, gar nicht. Ich müsste hier irgendwie aufmachen. Keine Chance. Keine Chance. Ja, da komme ich aber nur von da rein. Vielleicht von oben. Mal gucken. Macht das jetzt ordentlich? Ich habe es jetzt ordentlich gemacht. Ist doch alles tutti. Ist doch alles... Ja, guck hier. Sieht... Ja? Sauer aus als mein Kinderzimmer. Also, damals. Ich muss da irgendwie runter. Wobei, ich glaube, von da wird man da hinkommen. Okay, never mind. Dann wird man von da dahin kommen. Dann muss ich wahrscheinlich hier raus. Sweet, okay. Okay, I see that now. Mach uff. Weinkanne. Ja, ich trinke meinen Wein auch immer gerne aus einer Kanne. Boah, wie viel Kohle wir haben, Freunde. Ich sag ja, vielleicht, das Thema ist, der Raketenwerfer, wie viel Schuss wird er haben? Er wird einen Schuss wird er haben vielleicht. Ja, und ich habe jetzt noch nirgends gesehen, dass ich das irgendwie nachcraften könnte. Das heißt, im schlimmsten Fall bin ich da so richtig heftig am Arsch, ne? Hier kommt immer ein bisschen was von mir. Na dann, was kann ich für dich tun? Ach, hier, ah, stopp. Da kann ich noch was reinfruppen. Die Kanne, die ist scheinbar noch wertvoller als gedacht. Einsetzen. So, wieder ein bisschen was Rundes. Ich gucke immer, dass wir möglichst dann den Bonus da bekommen. So. So, Duo-Bonus. Dann passt das. Ah, 12.000 ist jetzt nicht die Welt, aber hey. Better than nothing, I would say. Besten Dank. 59.000. Nochmal 10.000 mehr und ich bin glücklich. Das große Kinderzimmer ist sicher ordentlich vielleicht das. Ja. Wie heißt du auf Twitch? Grizzly Bear mit CHSS und AE, ganz wichtig. Alles. Ich hab nur die Feind, stirbt mir da draußen nicht weg. Wobei ich bin gerade überlegen. Willkommen. Bin gerade überlegen, ob wir jetzt tatsächlich wirklich nochmal die hier pimpen. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas. Probier mal, ob's passt. Ich meine, wir können sie im Notfall wieder verkaufen, ja, aber. Probier mal, wie sich das anfühlt. Oh, jetzt sind wir schon wieder pleite. Mensch. Jetzt fühle ich mich schon wieder, ne, jetzt kann ich mich da besser reinversetzen. Das ist wichtig. So, nochmal, ich speichere nochmal hier drüber. Oh, perfekt. Perfekt. Ashley hat safe unendlich Raketenmunition in der Jackentasche, vielleicht auch das. Kann ich hier denn überhaupt irgendwas geben? Nee. Also, vielleicht ja, aber nichts an Waffen. Yeah, just give it to her. Just give it to her. So, wir müssen weiter, Freunde. Wir sind ja schon wieder am Shoppen bis zum geht nicht mehr. Und wundern uns, warum wir in der Story nicht vorankommen. Alter, was ist das für ein Wetter? Irgendjemand von euch hat sein Essen nicht... Hat sein Essen nicht aufgegessen, wollte ich sagen. Holy shit, what the fuck? Wow. Mi corazón. Hier war da noch einer. Seid ihr ein bisschen dumm?
Sag mal, kann das sein, dass ihr dumm seid? Oh! Wait! Komm ich trotzdem nicht durch? Ja, die Tür ist wohl zu klein für euch beiden. Habe ich jetzt seine Frau vor seinen Augen getötet? Nice. Und tschüss. Ich habe auch vergessen, ich lasse meine Pizza nicht stehen. Sehr gut, sehr gut. That's the spirit, guys. That's the spirit. Na, guck mal. Wie wir hier... Ich habe schon wieder was gehört. Wie wir hier sparend vorangehen. Die über uns? Ach, da. Gerade frisch rausgekommen, das Game. Man merkt es nur ganz bisschen. Aber Hauptsache ein Rubin dabei haben, ja, Hauptsache ein Rubin. Ey, so spannend, wie wir hier gerade vorgehen, sehr gut, ja. Was ist das für ein Spiel? Das ist Resident Evil 4, das Remake. Sehr gut. Sehr, sehr gut, Freunde, das fühlt sich gut an, ne? Oh yes, that's a good one. Aber war bisher, glaube ich, recht gute Entscheidung. Ach, den kennen wir doch. Ach, what? No. Anstatt dass sie mal hilft, ne? Jetzt habe ich allein das Tor zugemacht, ne? Die ist einfach nur gerannt. Chris ist schuld, dass ich seit Monaten, seit einem Monat wieder regelmäßig esse. Das ist doch sehr gut. Da bin ich gerne schuld dran. Hey, du hast die vermisste Senorita gefunden. Ah, Senorita. Bonita. Está claro. Ich bin Luis. Encantado. Schön. Das wäre geklärt. Also, wer bist du? Und was machst du hier? Beantworte ich gern, aber leider. Versteck dich, los. Versteck dich. So ist. Hier, hilf mir. Ashley, schnell. Rüben. Geh. Wer bist du? Deine Mutter. Oh yes. Also wenn die so dumm sind wie ihre Kollegen gerade bei dem... Bei dem Gitter, bei der Gittertür. Aber der hat so eine Waffe wie ich? Warte. Nice. Retter. Von denen gegen uns zwei. Retter. Wir nutzen. Dass es eine Horde Monster ist. Fertig mit Aufwärmen? Nein. Vergiss das Stretching nicht, Alter. Dann kann's losgehen. Ich stretch gleich mal deine Mama. Haben wir oben noch was? Der wird das schon regeln, oder? He's gonna make it. Oh oh. Guck mal, der ist unten schon fleißig am Ballern. Der kann es ruhig machen, Freunde. Ja, der kann es ruhig machen. Weil das Schöne ist, seine Munition ist nicht... What the fuck? Wow. Alter. Leicht verzogen. Okay, die kriegen wir aber alle wieder. Hi. Excuse me. Guck mal, der hat extra gewartet. Wie nett ist der denn? Alter. Fuck! Okay, der steht schon so nicht mehr auf. Oh Gott! Ich hab hier blockert. Ich hab geblockt. Naja, so geht's auch. Ja, guck mal, ist doch voll chillig, Freunde. Ich weiß nicht, was ihr habt. Vor allem, wo kommen die von da? Hä? Von wo kommen die? Macht er das hier unten? Oh, hi. Hi. Ich grüße dich. Oma, so lieb. Oma, so toll. Alter, jetzt wirft... Alter, du wirfst wie ein Mädchen, ne? Okay. Such ich gerade die Raks? Hä? Hey, weg mit dir. Sweet.
Ah, gucke. That works perfectly. Perfectly, I say. Ich will gar nicht gucken, was da unten gerade so abgeht. I don't want to... Alter, wo kommen denn noch rein? Der chillt sich einen zurecht. Der denkt sich auch nur so, hey, Mensch. Die Dorfbewohner, voll nett. Ich will ja nicht runtergehen. Die kommen schon hoch. Die kommen schon hoch. Und Selina auch, die haben wunderschön. Guten Morgen. Schön, dass ihr da bist. So, kommt jetzt mal hoch. Ach, die klettern da hoch. Ach, so ist das. Und die klettern auch wieder runter. Dann ist er gut. Excuse me? Was war das denn? Ach, das funktioniert doch. Supi. Ey, yo. I'm burning. Kann ich hier runter? Kann hier runter. Alter, warum sind so wenig jetzt bei dir? Ja, machen wir kurz mal so. Gewöhn dich nicht dran. Das mache ich jetzt nicht immer. Konzentrier dich, du Pisser. Ich muss mal kurz einmal herstellen. Benutzen. Okay, wir sind wieder voll, Freunde. Alles ist cool. Ich gehe wieder nach oben. Oben ist cooler, ja. Warum habe ich eigentlich nur ein Brett gefunden? Ach, hier ist noch ein... Die haben Bretter fallen lassen? Alter, Dude. Excuse me? Mein Messer ist im Arsch. And not in a good way. Habe ich kein Messer mehr? Oh, ich mache hier die Innen... Oh, shitty fuck. Tschüss. Ich habe doch noch ein Küchenmesser. Habe ich kein Küchenmesser mehr? Ich habe kein Küchenmesser mehr, Freunde. Guck, guck. Ah, Mensch. Das tut mir halt gar nicht leid. Ah ja, doch. Irgendwann wird das ein Ende nehmen. Keine Sorge. Oh oh. Nein, bring him down, Legolas. Bring him down. Oh no. No! Yo, ich bin gerade aus der Katze. Wie soll ich denn ausweichen? Ich bin doch gerade aus der Katze. Boah, das ist doch kacke. Ich glaube, ich muss tatsächlich irgendwie im Laufe der Zeit muss ich die ganzen Fenster, die ganzen Bretter aufsammeln und dann verbarrikadieren. Irgendwie so. Hier drüben! Kann ich das überspringen? Geht das? Die haben wir ja schon. Eine Horde von denen gegen uns zwei. Bei mir habe ich das Küchenmesser. Ich habe eine Handgranate gehabt. Ich habe es total nicht gecheckt. Ja, ja. Mach's jetzt einfach hier vor, fuck it. Die Klappe, dann kann's losgehen. Halt die Klappe, sagt er. Entspann dich, ich bin total tiefenentspannt, yo. Noch entspannter und ich piedel mir in die Hose. Warte. Nehmen wir alles noch mit. Oh Gott! Wait! Das fängt ja schon super an, ja? Da! Ich muss nur aufpassen, von hinten kommen sie auch wieder. Warum kann ich die Leiter nicht umbatzen? Alter, warum bewegen die sich so, wie die sich bewegen? Ey, you got to be fucking kidding me. Naja, machen wir es halt mit. Nicht schlecht, ne? So, halt. Excuse me. Okay. Direkt mal wegmachen.
Und wegmachen. Oh, Alter, ey. Heidenei. Wo ist meine ganzen Bolzen hin? Hier. Schöne Umgebung verteilen, ja. Schön dekorieren. Das ist dekorieren für einen Mann, ja. Schön Bolzen in die Wände kloppen. That's basically it. Perfektes Timing. Hilf mir hier mal. Ja, ja, bitte beruhigen Sie sich. Sorry. Das war absolut nicht gewollt. Okay. Woo! Oh, warte mal, ich kann es jetzt zumachen. Moment. Putz. Oh, hat die aber voll weggefetzt, wa? Ich muss das hier zumachen, glaube ich. Warte mal, wie? Retter, okay, das nehme ich. Hallo? Excuse me! Geht aufs Haus! Geht aufs Haus, ey, deine. Alter. Warte mal, kurz mal nachladen. Kurz mal wieder klarkommen. Ich muss auf jeden Fall, glaube ich, zumachen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Bitte beruhigen Sie sich. Jetzt weicht der auch noch aus hier. Bitte dich. Schönes bringen auch alle wieder Loot mit. Oh ja, schön über die Schulter. Oh, hi. Geh da mal kurz runter, ja? Yes, I am a super fucking hero. Gehen wir mal kurz hier zu. So, perfekt. Seht ihr, Freunde, jetzt zieht's weniger rein. Easy peasy. Kann ich das jetzt... Ach, das ist die Tür dahinter, oder? Nee, ist nicht die Tür. Excuse me. Geht aufs Haus, meine Freunde. Geht einfach... Oh, nochmal ein paar Bretter. Brauche ich überhaupt noch welche? Geh mal kurz wieder nach oben. Ja, ich muss mal kurz die Lage sondieren. Sieht doch bisher ganz gut aus. Ich glaube, es dürften keine mehr reinkommen. So far, so good. Oh, hi. Man. Alter. Ey, mein Bolzen. Da komm her. Komm, zeig dein hübsches Gesicht. Komm, zeig jetzt. Dankeschön. Und von hinten. Oh. Perfektes Timing. Hilf mir hier mal. Oh, das klappt doch einwandfrei, oder? Excuse me. Warte mal durch. Ach, jetzt. Ach, stimmt. Jetzt kommen die noch von außen nach oben. Ich muss jetzt mal heilen, Freunde. Ach, guck mal, das ist sehr gut. Wir haben jetzt ordentlich was an Heilzeug. Dann können wir das hier machen. Dann sind wir nämlich damit schon voll. Sweet. Ich will jetzt echt nicht sagen, aber es ist ganz bisschen stressig, ne? Es ist halt echt einfach mal ganz bisschen stressig. Ey, geh, wo du kommst. Geh, wo du kommst, sag ich dir. Excuse me, wo tritt denn der hin? Wo tritt denn der hin? Alter, willst du mich denn vor... Alter, jetzt muss ich mich nicht noch mal... Oh. Nächster Halsheuch. Geh mal kurz da unten, ja? Ja, 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 du machst das schon. Tu doch irgendwas. Deine Mama tut gleich irgendwas. Muss nachladen. Moment! Oh, hi. Ach, das Fenster ist schon wieder offen hier? Was ist da los? Moment. Ich muss kurz aber Fenster zumachen. So, jetzt kann es weitergehen. Da, hier. Messerchen. Alter! Away with you! Oh nein, es musste er. Ach doch, come on. For real? Ich geh nach oben, schmier bei dem ab. Bin gerade etwas beschäftigt. Hey, bleib in deine Manier.
Gäste sollte man immer mit einem Lächeln begrüßen. Alter, der und meine Messer schon wieder im Arsch. Verdammt. Tu doch irgendwas. Brauch Hilfe. Lass mich ruhen. Oh, ja. Es sind einfach zu viele, Alter, die kommen doch alle zu mir. Was hat der denn? Oh oh. Nein! Weg mit dir! Ich weiß nicht, wann ich das Messer hergezogen habe, aber ist nicht ganz so schlimm. Alter, die hauen sich gegenseitig unten platt. Nice. Kommt jetzt auch mit? Hi! Ey du! Ey du! Stinkefuß-Action! Bitch! Sorry. Keine Absicht! Alter! Ich bin tot! Fuck the fuck off! Holy shit! Oh! Irgendwas mache ich falsch. Öder. Oh. Muss ich jetzt echt nochmal das Ganze machen? Oh, ich brauche da irgendeine krasse Strategie für, glaube ich. Oder? Alter, nee, ich muss echt nochmal. Oh, no. Ja, also Freunde, restlicher Tag heute. Die Action ab. Sag Bescheid. Wisst ihr einfach mal Bescheid. Alter, wie viele leben denn in dem Dorf? Das ist ein Dorf, keine Metropole. Warte mal, ich will's überspringen. Eine Horde von denen. Machen wir wieder hier dran. Fuck it. Gegen uns zwei. Nicht zu vergessen, dass es eine Horde Monster ist. Der ist ein bisschen. Vergiss das Stretching nicht. Alter, deine. Alter, Mama stretcht gleich. Entspann dich, Cowboy. Ey, entspann dich, Cowboy. Er ist derjenige, der ständig nach Hilfe schreit. Ja, ich bitte euch. That's not me. So, haben wir jetzt hier alles? Ich muss halt immer echt in Bewegung bleiben, ne? Das ist wichtig. Wobei die sich ja teilweise auch selbst einfach mal wegkloppen. Und dann springen die auch mal wieder da einfach runter. Denken sich so, hey, Mensch. Moment, kurz mal nachladen. Ich muss es jetzt hier echt ein bisschen strategisch angehen, Freunde. Strategisch, clever, gut. Ich glaube, Treppe ist ein guter Ort. Ich glaube, die Treppe ist ein guter Ort, weil die dann meistens immer rückwärts runterkullern. Das ist dann generell nicht verkehrt. Und die machen auch vor allem auch wieder runter. Also, manche von denen. Aber weg damit. Hier noch keiner hoch? Perfektes Timing. Hilf mir hier mal. Das wollte ich nicht. Sorry. Yo! Mach das einfach mal hier zu. Ich wollte dazu machen. Ja, ja, ist okay, ist okay, ist okay. Alles cool. So, jetzt machen wir hier zu. Sollten hoffentlich schon mal weniger kommen. Oh. Oh oh. Okay, um den kümmerst du dich bitte. Dankeschön. Alles cool. Schnell nach oben. Hier noch ein bisschen looten. Und jetzt, wahrscheinlich kommt er zu mir, oder? Hab auf dich gewartet, Superheld. Ach, der hat den echt platt gemacht? Not bad. Glaube ich. Ja, das macht 10 Euro, mein Freund. Was machst du platt, Jung? Ey, ist klar. Zu mir wollen die. Ja, danke schön. Ich wollte schon sagen, ey. Holy shit. Zu mir wollen die. Alter, yo! Ich geh wieder nach oben. Oben ist safer für mich, finde ich. Hier oben wäre? Nee.
Na komm hoch. Langsam habe ich genug. Vamos a la playa. Oh, oh, okay, tschüss. Was macht der denn da? Okay, der hat sich ausgeschnibbelt. Tschüss. Alter, wie soll ich das... Excuse me, wie soll ich das alles gleichzeitig... Alter, das ist ja... Alter. Moment. Aber zweimal Heilsachen können wir herstellen, das ist gut. Boah, ich muss mich so heftig konzentrieren gerade. Das sieht zwar ultra leicht aus, ja. Aber dann ist es auch, eigentlich. Du kannst dich auch schnell umdrehen. Zweimal rennen drücken. Ja, ja. Bestimmt alles. Putz! Alter, schön das Bett kaputt gemacht. Bye, bye. Ich geh mal kurz nach unten. Perfektes Timing. Hilf mir hier mal. Perfektes Timing? Du willst mich doch verarschen. Ich muss da schnell mal weg. Geht das hier eigentlich über... Okay, es geht glaube ich über Zeit. Man muss nicht irgendwie eine bestimmte Anzahl an töten. Also das heißt, einfach ausweichen geht im Prinzip auch. Tschüss. Kann ich die eigentlich wegtreten? Achso, doch umwerfen. Der macht das schon. I believe in you. Alter, der... Oh Gott, von hinten? Freunde, so haben wir nicht gebettet. Ich möchte gerne darüber. Hallo. Alter, die Geräusche. Wie in so einem Comic. Lass mich doch einfach runter. Dankeschön. Oh Gott. Ich habe keine Granaten mehr. Okay, müssen wir jetzt doch vielleicht mal ein bisschen flashbangen. Das wird ziemlich hell. Ach, das ist gegen die Viecher ganz gut. Good to know. That's actually very good to know. Nehmen wir noch eine, wa? Weil es so schön war. Bin gerade etwas beschäftigt. Hallo, ich würde dich gerne mal wegmessern. Das ist super lieb von dir. Yo! Alter, Dude! Also. Alles verbraucht. Ist ja Gott sei Dank kein bisschen übertreiben. Gott, hier sind ganz viele Bretter. Brett aufnehmen. Brett dran machen. Dann ganz schnell nach oben. Yo! Lass mich durch, Jung! Alter! No! Also... Der Dicke ist das Problem. Aber jetzt wissen wir zumindest, die Flashbangs sind auch recht gut gegen die Viecher Hentai-mäßig. Nicht, ich reg mich nicht auf. Gott, kein Thema. Aber... Ja, ist okay. Wir kennen das mittlerweile. So. Eine Horde von denen gegen uns zwei. Nicht zu vergessen, das ist... Wobei, hier das davor zu machen, wäre eigentlich ein bisschen doof, oder? Ach, ich kann es direkt am Anfang schon machen, gucke. Vergiss das Stretching nicht. Ja, ja, halt die Klappe. Perfekt, guck mal, kann man direkt schon am Anfang machen. Easy peasy, dann dürfte ja nicht ganz so viele reinkommen. Vielleicht war das so ein bisschen der Fehler. So, jetzt kann er es vielleicht unten damit denen aufnehmen. Oder leichter mit denen aufnehmen. Oh, die haben schon wieder alles weggeklüppelt. Okay, I see. Hilf mir hier mal.
mal. Ne. Wird nicht geholfen. Ich muss Munition sparen. Du machst das schon. Ich finde das so gut. Die Treppe ist eigentlich ein super Ort. Ja, die Treppe ist echt ein super Ort. Ich muss nur gucken, dass keiner von hinten kommt. Bastardo! Alter. Guck mal, der ist schon voll feucht. Jetzt fällt er wieder rückwärts. Guck mal. Der jetzt auch, hoffentlich. Sehr schön. Guck mal. Die fällt auch rückwärts. Der denkt sich so, ich stehe nochmal auf. Excuse me, da war doch... Woo! Oh no. Alter, die Viecher, ne? Es ist so nervig. Alter, kriegt der nächste. Sind die frisch aus Hogwarts oder was? The Nearless Headless Nick. Alter, der nächste. Gib mir meine Bolzen wieder, Pizza. Ich brauch nur meine Bolzen. Everything is just fine. Mir fehlen irgendwelche Bolzen. Mir fehlen irgendwo... Oh, hi. Mir fehlen Bolzen, Freunde. Hat jemand meine Bolzen gesehen? Perfektes Timing. Hilf mir hier mal. Nope. Aber bisher läuft's recht gut, oder? Ich muss mich noch nicht einmal heilen. So far, so good. Achso, kann ich eigentlich die Leiter hier umkippen? Nee, ich kann nur runterspringen. Fuck. Die Leiter ist so... Oh Gott, die Treppe ist so gut. Guck mal, jetzt kullert er wieder runter und kullert gegen die anderen. So muss das laufen. Das hat den Jammer absolut nicht gestört. Finde ich auch in Ordnung. Ist definitely a choice. Bye bye. Alter, von hinten, was ist denn los bei dir? Tschüss. Muss da mal kurz durch. Alter, wollt ihr mich denn verarschen? Lasst mich doch in Ruhe. So, kurz die Bretter mitnehmen. Ja, danke schön. Hab ich die jetzt mitgenommen? Hab ich die jetzt? Fuck die fuck off. Oh, shit, die fuck. Hab ich die jetzt? Ich hab die, sehr schön. Nee, das will ich noch nicht nutzen. Aber das können wir schon mal einmal nutzen. Uida. Hallo, Jung! Ja, so far, so good. So, meine nächsten Bretter. Sehr schön. So far, so good. So muss das laufen, Freunde. So und nicht anders. Oh Gott, nein! Woo! Oh no. Gewalt ist keine Lösung. Ne, das stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich muss kurz mich wieder heilen, ey. Holy shit. Also, Freunde, das ist schon... Not bad. Ja, Tor, was machst du jetzt hier oben? Was soll ich jetzt da mit der Info? Alter! Rapido! Nicht wieder runter, Freunde. Nützt nichts. Jetzt sind einfach zu viele. Ey, Alter. Jetzt hör mal auf, dich zu beschweren. Bringt dir eh nichts. Oh, jetzt springen die auch wieder runter. Alter, lass mich doch in Ruhe.
Bleib einfach liegen, Junge. Bleib doch einfach liegen. I tell you. Jetzt habe ich echt nicht mehr ganz so viel Munition, ne? Oh Gott. Ich habe ihn einfach mitgetroffen, ja, ist kein Thema. Weg damit! Hä? Wer schreit denn hier so? Oh Gott! Achso, er hier. Oh oh! Oh oh, komm schon, komm schon. Oh 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 oh, ich hab... Mir fehlt ein rotes Kraut. Ich glaube, so viel Luxus. Ey, sag mal, willst du mich umbringen? So viel Luxus, das zu suchen, habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Oh oh. Ich glaube, ich muss mich heilen von, nützt nichts. Ist zwar jetzt nicht so viel, wie ich es gerne hätte. Aber dann machst du nichts. Autsch. Autsch. Alter. Alter. Langsam habe ich genug. Nein. Nein. Du bist tot, yes. Oida. Ey, das ist so ein Kuddelmuddel durch. Ich glaube, ich muss mehr die Pistole. Ich hab keine Ahnung. Oida. Ausweichen per Hocke. Manche Gegner schon Angriffe. Wie geworfen Äxte können sich aus dem Weg. Oh, fuck. Ey, das ist echt nicht leicht, ne? Vor allem das Thema ist, wir haben ja auch unterschiedliche Jobsachen. Das heißt, manchmal durch die Munition und Co. Du musst ja halt echt an der Situation musst du dich anpassen. Holy shit, ey. Ja, ja, halt die Klappe. Das Messer. Dann kann's losgehen. Entspann dich. Entspann dich. Der sagt entspann dich. Ja, ich bin total entspannt. There's nothing more kaung chilled than me. Ah, hier mal wieder rotes Kraut gefunden. Das könnte ich ja direkt schon mal verbinden, ja? Einfach schon mal Safety First. Mal herstellen. Oh, es ist... Aber ich könnte auch noch ein paar Bolzen herstellen, ne? Einfach schon mal ein paar Bolzen haben. So, jetzt haben wir 20 Bolzen, Freunde. Ja? 20 Bolzen. Sollte die vielleicht auch schon mal nachladen. Sollte die auch schon mal nachladen. Weg damit. So, der hat schon hinter sich. Okay, vielleicht auch noch nicht komplett. Moment. Der macht schon wieder runter, das ist in Ordnung. Die macht schon wieder runter, okay. Immer wegschnibbeln. Ich muss halt echt gucken, wenn von hinten einer kommt, ist halt Kacke. Oh Gott. Wait. So, jetzt schön schnell wegmachen. Oh, da. Ich muss halt echt... Oh, dass keiner von hinten kommt. Okay, okay. Warum haut die denn schon zu? Doch meine Bolzen. So, bye bye. Alter, wie der runterkullert, ne? Hab auf dich gewartet, Superheld. So, warte mal, kann ich jetzt hier unten schon wieder was machen? Ist mal durch! Oh Gott. Oh. Okay, der steht nicht mehr auf. Sweet. Gib mir meine Bolzen wieder! Gib mir meine Bolzen wieder! Ich muss jetzt so heftig aufpassen, ne? Oh, wie lange dauert denn der Spaß hier? Hi. Yo! Voll am Übertreiben.
Ja, und weg direkt. Bretter! Oh Gott, hi. Tschüss. Oh, 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 oh. Oh. So, ich muss schnell nach unten. Schnell mal zumachen. Irgendwas. Perfektes Timing. Hilf mir hier mal. So, das mal wieder zumachen. Sweet. Du weißt, was zu tun ist. Nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber. Mach mal das hier. Wow, wie die alle platzen, Junge. Wie die einfach alle am Platzen sind. Ja, so eine Handgranate, die kann schon was. Ich sag es euch. So eine Handgranate ist nicht gut für die Gesundheit. Zumindest wenn man darauf rumkaut. Bye bye. Fühlt sich schon wieder gut an. Fühlt sich schon wieder gut an. Mal gucken, ob es anhält. Mal gucken, ob es anhält, Freunde. Noch mal ein paar Bretter. Sehr schön. So, direkt mal hier vorklatschen. Wird hoffentlich ein bisschen leichter. Sind wir jetzt schon komplett clear? Ah, ne, jetzt kommen die von oben. Brüder. Weg mit dir. Du kannst auch direkt unten bleiben. Aufhören! Hier wieder runter, ja? Aus dem Weg. Ihr macht das hier oben. Da oben ist schon wieder Hinter-Action, glaube ich, gesagt, angebracht. Das Obergeschoss ist am Arsch. Wie das Obergeschoss ist am Arsch. Bitte beruhigen Sie sich. Bisher fühlt es gut an, oder? Oder? Sagt er auch, das ist eher so gut oder eher so schlecht? Oh, jetzt kommt der. Ah, jetzt kommt der noch rein. Yo! Sehr schön. Sehr schön. Da, kommst du noch mit. Oh, warte mal, stopp. Moment, ich muss nachladen. Ich glaube, der ist down. Der ist down, Freunde. Woo! Bitches! Ja, Mann! Geil! Ich hoffe, dass es jetzt vorbei ist. Let's go! Hauptsache die Sonnenbrille sitzt, Freunde. Everything else ist egal. Oh, nice! Mm, even nicer! Oh. So, jetzt brauche ich ihn rum. Holy shit, ey. Holy shit. Ashley. Was passiert mit mir? Ashley, ah. Ist das das erste Mal, dass du Blut hustest? Was weißt du darüber? Der Husten, das Blut. Was geht? Resident Evil 4 geht. Etwas namens Plaga. Yes, I did it. Okay, ihr habt diese Leute gesehen. Du hast das Gleiche in dir wie sie. Das Gleiche, warum sie so wurden. Nice. Das, hört sich gut an. Diese Symptome, die du da zeigst, sind erst der Anfang. Ich will nicht wie die werden. Ja. Du hast Glück. Naja. In diesem Stadium kann der Parasit, der Plager, er kann noch entfernt werden. Mit einem kleinen Eingriff. Man braucht nur etwas Know-how. Ach ja. Und die richtigen Tools. Oh no. Du auch? Keine Sorge, denn ich habe einen Plan. Brust-OP gleich inklusive oder was? Ihr müsst mir vertrauen. Gut, dann sind wir Partner. Hey, warum wir hilfst du? Wir haben keine Zeit für Fragen. Die Uhr tickt. Yeah. Warum hilfst du uns? Weil ich mich dann besser fühle. Belassen wir es dabei. Ich melde mich später.
Warum geht der denn jetzt? Ist der Jack? Oh, wir haben es geschafft, ey. Holy shit. Das war echt. Also ganz bisschen anstrengend, würde ich schon sagen. Ganz bisschen. Erst ein teeny tiny bit. So, erstmal wieder speichern, Freunde. Ganz wichtig. Aber jetzt komme ich ja nicht mehr looten. Ich hoffe, ich kann da gleich nochmal looten. Aber wahrscheinlich nicht. Ich komme wahrscheinlich nicht mehr zurück. Bad. Hast du sehr gut gemacht. Dankeschön. Mir noch was Schönes nehmen. Mein Messer ist halt so gut wie hinüber. Aber Munition haben wir noch ordentlich. Die Granaten habe ich natürlich dann rausgekloppt jetzt, aber das war es mir total wert. Let's proceed. Let's proceed. Das war auch die Das war vor allem richtig stressig, war das. Nee, den alten Teil habe ich nicht gespielt tatsächlich. Hey. Oh, komm jetzt wieder. Oh ja, kommt sie wieder. Hab ich. Die du magst. Wo ist der Bernstein? Tut mir leid, den habe ich gerade nicht bei mir. Und du solltest mich wirklich für meine Arbeit loben. Konnte ihn gerade noch verstecken, bevor sie mich geschnappt haben. Sonst wäre ich längst tot. Unser Deal lautete, wir holen dich hier raus, wenn du uns den Bernstein lieferst. Kein Bernstein, keine Eskorte, Luis. Du stehst aufs Kleingedruckte, was, Ada? Also gut. Ich hol ihn. Was sagst du? Was sehen wir ein Outfit an, ey? Holy shit. Es gibt was anderes, das ich holen muss. Einfach mal. Basis hier. Schlechte Neuigkeiten, Condor One. Bei diesem Wetter kann der Heli unmöglich landen. Könnt ihr warten, bis der Sturm sich legt? Ach klar. Negativ, zu gefährlich. Wir suchen uns aber hier eine Hütte. Wir suchen dann machen wir ein Feuer an. Unterschlupf. Tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Keine Sorge. Wir schwimmen heim, wenn es sein muss. Condor One Ende. Condor One Ende. Oh, da haben wir wieder unseren Händler, ne? Wie komme ich da hin? Komme ich überhaupt hin? Wird mit mir passieren. Ich weiß es nicht, aber wenn, dann bin ich der Erste, der dir in den Kopf schießt. Aus dem Dorf entkommt. Wow! Ich muss zu dem Händler gelangen, Freunde. I have to. Warum muss ich jetzt hier außen rumgehen? Weil ich scheint in die Richtung zu gehen von dem Händler, oder? I guess. Ah, very good. Very good indeed. Lass mal hier nochmal ein bisschen kaputt machen. Ui. Sehr schön. Sehr schön. Hier auch nochmal was kaputt machen. Awesome. Hab neue Ware, Fremder. Schon mal fest. Ja, jetzt beruhig dich erstmal. Händler-Tipp. Spaziergang bei Nacht. Schon mal einen von diesen hässlichen Typen gesehen, den Tentakel aus dem Hals sprießen? Die sind nicht nur gefährlich, sondern auch ziemlich nervig, wenn es darum geht, sie zu töten. Aber sie haben eine Schwäche. Sie verabscheuen helles Licht. Ein Grund, weshalb du sie nie am helllichten Tag antreffen wirst. Wenn du dich also mal zu einem Nachtspaziergang bemüßigt fühlst, halte besser ein paar Blendgranaten bereit. Ich habe immer welche dabei. Das sag ich dir. Wenn du willst, bekommst du bei mir auch die zugehörige Rezeptur. Dann kannst du sie bei Bedarf selbst herstellen. Ja, die Frage ist, was brauche ich dafür? Willkommen. Ich habe was Neues für dich. Hast du das? Blendgranate. Ich garantiere dir, du wirst deine... Das Rohstoff L und Schießpulver. Oh, ich weiß es nicht, Freunde. Was ist das denn? Oh. Die sieht schon nicht schlecht aus, aber die wird wahrscheinlich übelst viel Platz verbrauchen, ja? Die wird wahrscheinlich so heftig viel Platz verbrauchen, Freunde. Boah, ich weiß nicht, ob ich so viel... Das ist halt 50% runtergesetzt, ne? Aber das ist halt so typisch Rabatt, ja? Man fühlt sich immer so genötigt, so, oh ja, sofort zuschlagen. Ich werde die wahrscheinlich nicht einmal herstellen. Erstmal mein Messer reparieren. Ruhig, pingel dich. Aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. Ich kaufe fast alles. Ist das so? Ocean. Was haben wir hier noch Schönes? Ah, für die Red 9? Wie bitte? Da habe ich leider zu wenig für. Wo wir unsere Ware herhaben?
Präzision und Schussgruppierung. Das willst du nicht wissen, Partner. Das willst du nicht wissen, Partner. Wobei, warte, was ist das hier? Tun? Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Komm jederzeit wieder. Ja. Das ist ja jetzt ein bisschen ungünstig, würde ich sagen. Aber ja, guck mal, wir haben uns nicht einmal geheilt gerade, ne? Oder sehe ich das gerade falsch? Weil wir haben die extra am Anfang hergestellt gehabt, brauchten die aber nicht nutzen. That's actually pretty nice. Könnten einfach noch ein paar Bolzen herstellen, oder? So viel Bolzen, wie wir jetzt schon haben, ne? Holy shit. Aber deswegen sparen wir uns natürlich die Munition für die anderen Sachen, ne? Was natürlich auch ganz cool ist. Gut, für die Großen nehme ich natürlich ab und zu mal hier so ein bisschen die Schrotze. Ja, muss halt ab und zu mal sein. Bisschen Party. Ich speichere hier nochmal kurz einmal zwischen. Oh, ich bin... Jetzt bin ich verwirrt. Es ist Nacht. Jetzt deine Chance. Ach so, ja, das ist der Cooldown für das Minigame ist zurückgesetzt. Ja, das ist quasi die Ankündigung. Jetzt könnte man wieder das Minigame machen, Boss oder Raub. Ich weiß nicht, eins von beiden. Ja, und man geht ja keine Bank überfallen tagsüber. Also selten. Selten. That's basically it. Es ist Raub, siehst du. Wobei die Gewehrmunition, könnte ich die mal verkaufen? Boah, ich weiß nicht, ob ich die... Oder... Das ist halt die Frage, ne? Mal hier muss, ich lade erstmal nach, Freunde. Wir machen jetzt mal Chili Vanille, ja? Step by step, ooh baby. Wobei ich muss, glaube ich, hier weiter, ne? Oh Gott. Wir haben Gesellschaft. Ja. Aber wer hätte das gedacht? Ey, ganz im Ernst, wie viel leben denn in diesem Honky-Tonk-Dorf? Bye bye, mein Freund. Tschüss. Ja, das hat schon mal gut funktioniert. So, direkt wieder in die Hocke. Wobei, kann ich da kurz einmal nach oben gucken? Wobei, da bin ich super auffällig, ne? Muss ich eh alles einmal durchsuchen. Wobei, hier mal... Oh Gott, hier hinten ist auch noch ein Schatz. Ach, okay, da vorne. Direkt mitnehmen, Freund. Direkt mitnehmen. Gelber Diamant. Naja. Better than nothing. So. Oh, hier habe ich auch was vergessen. Was denn noch? Ich habe auch Flintmunition vergessen. Okay, Freunde, ich muss nochmal zurück. Fuck it. Wait. I have to go back. Kann ich hier zurück? Okay, ich kann zurück. Sehr schön. Hier gibt es nämlich noch ein paar Sachen. Einmal ums Eck, Freunde. Möchte ich nicht verpassen. Ist mir schon richtig? Jo, sieht gut aus. Drei Schuss. Ja, haben... Besser als brauchen. Ne, ich glaube hier, wo die gerade steht, müsste das sein. Ach, da oben, gucke. Komm runter! Roter Beryl. Boah, wie die am Stöhnen ist die ganze Zeit, ne? Holy shit. Get your shit together. Get your shit together. Oh. Und Florian, auch dir einen wunderschönen guten Tag mittlerweile. Was geht? Resident Evil 4 geht weiter. Ich hoffe, dir geht's gut. So. Wollen wir wieder ein bisschen hinhauken. Aber es ist ja eigentlich schön, dass man jetzt hier so ein bisschen sneaky vorgehen kann, oder? Auch hochstecken. Dass das halt nicht so übelst laut ist. Oh, hier ist Leon. Wir haben wohl keine Wahl. Ah ja. Wobei, könnte ich jetzt einfach... Okay. Echt jetzt? Oh Gott, ich will hier weg. Oh Gott, ich kann hier nicht weg. Oh Gott. Ich habe mich hier gerade in eine ganz, ganz doofe Situation manövriert. Oh Gott, ich sterbe jetzt. Ich kann halt hier nichts machen, ne? Ich kann hier echt nichts machen. Augen zu. So, jetzt kann ich doch was machen. Sweet. Kurz einmal heilen. Mal gucken. Aha, Pizarino. Lass mich durch. Alter. Oh, die beschützt mich. Finde ich nett.
Tschüss. Okay, machen wir es kurz so, Freunde. Wenn ihr Spaß haben wollt, ich kann euch den... Ich kann total daneben schießen, kann ich vor allem. Okay, die kommt auch nochmal wieder. Dann machen wir doch jetzt mal direkt den Trick. Bye, bye. Ui. So viel wollte ich gar nicht ausgeben. So viel... Ja, da wirft noch jemand. Von wo? Von wo? Hä, muss da irgendwo von oben sein? Oder hat... Hä, hat er so weit geworfen? Das Feuer. Please return. Ich glaube, so weit kann ich eh nicht werfen, oder? Ich habe hier voll auf den Arm Oh Gott. Holy! Alter, the fuck! Okay, das war trotzdem daneben. Aber wie weit die werfen kann, ne? Geht's? Also die war wahrscheinlich bei den Bundesjugendspielen auch immer ganz weit vorne. Holy! Hä? Ach da. Na, voll ins Nasenloch geschossen, ich sage dir. Und nochmal. Sind da schließlich zwei. Und die nochmal wieder? Sicherheitsschuss zwischen die Beine? Ah. Heidenei, ey. Ey, da denkt man, hat gerade eine Situation einigermaßen gut hinter sich gebracht. Aber deswegen war es nochmal gut, dass wir jetzt noch ein bisschen Flintenmunition hatten. Ja, hat man eine Situation gut hinter sich gebracht und schon. Kommen direkt die nächsten, ja. Da kommen einfach direkt die nächsten. Und die ist am Stöhnen wie sonst was. Aber trotzdem, so far, so gut. Das wird eine Falle. So, die Frage ist jetzt, lass mal die Falle aktiv oder nicht. So, kann die eigentlich da reinbatzen? Kannst du da reinbatzen? Komm her. Komm her. Die kann da reinbatzen, Freunde. Alles für die Wissenschaft. Na, tut weh? Moment. Kurz mal Hosenstall aufmachen. Bitte trinken. Yes. Yes. Sehr gut. Sehr gut. Ich helfe dir raus. Helf mir hier mal. Okay, das war's. Danke. Bitte, mach 10 Euro. Oh boy. Ah, mach mal auf hier. Da. Ganz viele Peseten. Oh, Alter. Da war der Bär. Okay. Okay. Bärenfall nicht gut. Vollkommen richtig. Wollte ich gerade nur noch mal zeigen. Aber wie viele liegen denn hier? Reichst du auf 10 Euro, 10 Euro? Ja! Putz. Putz. Ja, bei meinem Glück, wie gesagt, ich könnte die eigentlich da lassen. Ja, falls mal irgendwie Gegner kommen, dann kann ich die nämlich da reinlocken. Aber bei meinem Glück, da rufe ich da 20 Mal selbst rein, bevor ich da einen Gegner drin habe. Deswegen. Karte aktualisiert. Okay, also hier waren wir scheinbar recht grün. Wie soll ich denn jetzt wieder reinkommen? Ich hätte da nochmal hingekommen? Nee. Ich bin ja... Das war ja zu. Ich bin ja dann hier so rumgelaufen zum Händler. Das heißt, hier komme ich erstmal nicht hin. Wir müssen jetzt hier weiter. Aber da ist direkt links dann wieder ein Schatz. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Alter, wo sind wir denn hier? Sind wir jetzt hier gerade... Keine Ahnung, in Isengard? Werden jetzt hier die Urukai gezüchtet oder was? Holy shit, was ist denn hier falsch? Ja, du bist mir aber ganz hübscher, wa?
Oh, Scusi! Scusi! Oh, mon Dieu! Ah, alles mitnehmen, Freunde. Sehr schön, hier haben wir den Schatz. Oh, Kelch der Buße. Klingelingeling. Hier kommt der Kelch der Buße. Klingelingeling. Vor allem hier haben wir schon wieder so einen heftig großen Hammer, ne? So einen Vorschlaghammer. Munition, ne? Aber es ist in Ordnung, ja, ist in Ordnung. So, kann ich hier was... Ah, da kann ich so was reinfruppen, Freunde. So, drei von denen müsst ihr wieder einen ziemlich krassen Bonus geben, oder? Boah, 35.000, ey. Trio-Bonus 1,4, also 40% mehr. Das ist schon... Ihr seht ja selbst, was es ist, ja. Das ist einfach krass. Das ist einfach heftig, deftig krass. Ich muss, glaube ich, mal überall mal nachladen. Hier haben wir hier drei Schuss. Wir haben vor allem auch wieder eine Handgranate. Das sollte ich mir auch mal merken. Ja, für Eventualitäten. Für Eventualitäten. Ey, sag mal, kann ich mal runter? Dankeschön. Da. Oh, guck mal, nochmal drei Schuss mehr. Ja, aber wo ist Saruman? Ich weiß es nicht. Der ist wahrscheinlich gerade Kaffee trinken mit Sauron. I don't know. I don't know, guys. Hört euch noch was? Glaube ich nur das Feuer, ne? Warte mal. Kann ich jetzt... Hier kann ich wahrscheinlich nicht weiter, ne? Ne. Aber wahrscheinlich wieder welche hinter zu sein. Also gleich gibt es wieder ein bisschen Spaß. Ein bisschen Spaß für die ganze Familie, Freunde. Und das wortwörtlich, buchstäblich. Aber hier scheint keiner mehr zu sein. Hallo! Vor allem, die rennt, hockt sich dann wieder hin. Rennt, hockt sich dann wieder hin. Als ob das keiner mitbekommt. Hier ist ein Schatz. Somewhere. Gucke gerade drauf. Where? Hä? Hä? Nee, das ist... Jetzt müsste in die Richtung... Ach, da oben drauf! I see. Verdächtig ruhig hier. Verdächtig ruhig hier. Mir irgendwie eine Leiter oder sowas? Something to climb. Ah, ich glaube, ich muss wahrscheinlich von dem Gebäude dann darüber. Und da oben ist dann wieder die Kiste. Ja gut, dann wissen wir ja schon mal Bescheid, Freunde, ne? Dann wissen wir schon mal Bescheid. Haben wir sonst noch was? Hier ist noch ein Schatz. Oh Gott, hier sind so viele Schatter. Den wissen wir aber, wo er ist. Hat keiner gehört, Freunde. Alles cool. Nobody knows. Wo geht's denn hier hin? Hä? Ist einfach nur hier rumgehen? Gut. Ich muss da irgendwie mal kurz hoch, rein. Whatever. Both. Vor allem so laut, wie die ist, ne? Als ob du mich da hinten gesehen hast. Sag mal, was ist denn los bei dir? Bye bye. Wie der Sound ist weg. Hier geht wieder. Okay. Alter. Machen wir doch keine Angst. Jung. Oder Mädel. Je nachdem. Und bye bye. Alter. Oder da oben weg, aber nicht mehr drankommen, ne? Fuck. Der Bolzen ist hinüber, Freunde. Oh, gelbes Kraut. Gelbes Kraut ist super. Gelbes Kraut ist mega. Herstellen. Machen wir das so. Nee, stopp. Machen wir nicht so. Machen wir so. Ui. So, perfekt. Aber wir haben ja eh mehr als genug Bolzen. Ja, das heißt zwar nicht, dass wir jetzt übelst verschwenderisch sein sollten. Aber wir müssen jetzt wegen einem Bolzen nicht unbedingt sofort weinen. Ja, erst bei zwei Bolzen. Ab dann müssen wir anfangen zu weinen. Ach. Was? Geh mal da rein. Komm, geh rein da. Okay. Rein. Do it. Perfekt, wir sind so los. Easy peasy. Aber warum...
Warum gibt es Situationen, wo ich sie da reinschicken kann? Wird gleich super gefährlich? Oh, ich will es gar nicht erst wissen, Freunde. Wir müssen noch kurz einmal zum Schatz hier vorne. Alle schön looten. Alle schön mitnehmen. So. Ufmare. Oh. Eleganter Haarschmuck. Da passt aber auch wieder nichts rein. Aber da dürfte wieder ein bisschen 7000. Ja gut, haben ist besser als brauchen, Freunde. Everything is just fine. Aber ich kann die einfach rufen, ne? Kann ich von überall rufen? Hey, Ashley! Ah, oder einfach so. Dann kannst du doch erstmal da drinnen bleiben und irgendwann kommt's hinterher. Hier. Ja. Irgendwann kommt's einfach hinterher. Und die Frage ist, muss ich jetzt oben oder unten lang? Ich glaube unten. Ja? Oh Gott. Ja, und es wird gespeichert. Nichts gut. Wenn gespeichert wird, Freunde, ist meistens... Oh, Air Safe Spray, sehr schön. Wenn gespeichert wird, ist meistens nichts gut. Yeah. Okay. Na super. Oh, die Nurse, gleich zweimal. Sorry. Gehört das etwa euch? Ich fühle mich geschmeichelt, aber für zwei bin ich echt nicht in Stimmung. Sag doch so was nicht. Sag doch so was nicht, mein Freund. Wartet, wartet. Excuse me. Wow, hier war mal knapp, Jung. Noch wer? Lass mich durch, Jung. Hui, wieder. Habe ich noch irgendwas zum Werfen? Ich hab nichts mehr zum Werfen, ne? Oh Gott! Oh Gott! Kann ich da überhaupt raus? Oh, ich muss mich heilen, ich muss mich heilen, ich muss mich heilen, ich muss mich heilen. Nein, 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 heilen. Und direkt wieder ein bisschen... Es hat noch nicht mal voll geheilt? Okay. Oh. Oh, ich will hier raus. Ich kann hier nicht raus. Oh Gott. Sag mal, verbarrikadieren die. Aber das Schöne ist, die hauen sich gegenseitig, hauen die sich um. Die hauen sich einfach gegenseitig um. Das ist voll gut. Guck es mal an! Okay. Okay. Ey, Alter, wie lang... Alter, wie verhalten die denn aus? Ich will da mal raus, Freunde. Was ist denn da falsch bei euch? Okay, die eine ist schon mal hinüber. Okay. Ist okay. Okay, wir sind wieder voll. Lass mich weg! Okay, die brennt. Macht sie schön. Woo! This girl is on fire! Wait! Oh Gott, jetzt wird's mit der Munition dann doch wieder langsam ein bisschen knapper, ne? Aber. Aus dem Weg! Bye bye!
war jetzt auch schon wieder ein bisschen... Moment! Yo! Okay, dann verstehe ich jetzt doch, warum es ganz gut war, dass die Ashley einfach weg war. I do understand now. Uila. Ich hoffe, es hört gleich mal auf hier, aber irgendwie... Ich meine, der positive Aspekt ist, wie gesagt, die droppen halt alle was, ne? Dude. Wollte gerade sagen, was ist los bei dir? Du brennst da so ein bisschen. Nicht hier? Ich kann hier raus. Ja, und wieder eine Handgranate, sweet. Ach, die kommen jetzt frei. Ich hab dich nicht hier. Hab ich dich gerufen? Und Frost, Freezy und natürlich auch Hero Brian. Auch euch einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr auch da seid. Habe ich die gerufen? Habe ich irgendwie Steuerung gedrückt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich weiß es schon gar nicht mehr, Freunde. Aber es lief doch ganz gut. Ah, hier ist noch ein Bolzen. Gucke. Wait. Alter. Ach, hier ist das Safe von der anderen Seite auftreten können. Machen wir gleich auch nochmal ganz, ganz fix. Einfach sicherheitshalber. Falls wir hier nochmal irgendwie herkommen und wir brauchen jetzt hier irgendwie so eine Loopstelle. Dann haben wir mich dann hier schon mal freigetreten. Dietrich aka Fuß. Warum steht da Fett-Kontrollpunkt? Why? Da muss ich jetzt hin. Es wird. Moment! MP-Munition. Gucken wir mal oben. Vielleicht können wir oben noch ein bisschen besser gucken, Freunde. Wieder. Aber hier muss ich auch schon gewesen sein. Da vorne war, glaube ich, der Schrank, ne? Wo ich sie zwischengeparkt hatte. So, da waren wir auch schon. Okay. Also hier kennen wir uns schon aus. Wir müssen da unten irgendwo hin. Da ist generell erstmal nach unten. Ja, ich bin noch ein bisschen aufgewühlt von der Situation gerade. Das hat mich ein bisschen erregt. Ganz klein bisschen. Nein, mein Schniepi steht nicht gerade. Anders erregt. Kann ich nochmal mitnehmen. Vielleicht mal einmal nachladen. So, hier auch nochmal. Ich glaube, hier sind wir trotzdem falsch. Mal ganz davon ab. Ich muss irgendwo in die Richtung. Somewhere over here. Okay, hier sieht es, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt aus. Okay, oh nee, Rieses. Ach, das muss ich aufdrehen, stimmt. Da war ja was. Dafür haben wir extra die Kurbel. Ja dann, auf geht's. Hast du nicht gesagt, bitte beruhigen Sie sich. Kurbel für den Kontrollpunkt, yes. Thank you. Und danke fürs Glücksschwein. Ich habe keine Blendgranate mehr. Nee. Ich bin frei von Blendgranaten. Ich habe allerdings wieder eine normale Handgranate. Verletzt? Nein, mir geht's gut, denke ich. Hast dich gut geschlagen. Das macht er aber auch ganz komisch, oder? Das erste Mal, dass du vor irgendwelchen Spinnern fliegst. Das sieht mir sehr geübt aus, was er da macht. Soll das etwa ein Kompliment sein? Findet ihr nicht? Ah ja. Wir kurbeln mal eine Runde, ja. Kennt sich da aber aus, bitte beruhigen Sie sich. Ich bin nur sehr, sehr empathisch. Ich bin ein Empath. Uida. So, weiter geht's. Uida. So, kommen Sie mit, die Dame. Kommen Sie mit. Haben wir noch irgendwo einen Schatz rumliegen? Ja, nicht so. Vor allem, wie willst du bei solchen Stellen, wie willst du denn da effektiv dein Sneaky-Tum ausleben? Ja, du kannst ja da gar nicht sneaky sein. Du wirst ja da einfach in eine Situation reingepfeffert, wo dich einfach jeder sieht. Egal, wo du dich hinhockst. Also außer die Ashley, wenn die im Schrank steht. Also ein bisschen der Dwight-Move von DBD. Der bei der Leid.
So, da könnte ich jetzt reinspringen. Ah, aber ich werde es auch missen. Ich werde es auch missen, Freunde. Ja. We reached the point of no return. At least for now. What? Da kannst du mal leiser stöhnen. Kannst, ah, wir haben wieder eine Blendgranate. That's good. Sie kann mir im Notfall auch einfach ins Ohr stöhnen. Das reicht schon. Was zum Teufel machst du da? Das frage ich mich auch. Das frage ich mich tatsächlich auch. Ja, und Pomidori auch dir einen wunderschönen guten Tag. Was machst du da? Ich weiß es nicht. Aber es fühlt sich gut an. Es fühlt sich einfach gut an. Mit der Schlappe später dann auf jeden Fall. Okay. Gute Erholung. Komm. Okay. Wer ist hinter dir? Das ist Ashley. Ashley. Okay. The Undertaker is back. Putz! Leon! Deine Seele muss gereinigt werden. Alter, holy shit! Strong man! Kind. Ashley, lauf! Beilung! Lauf! Ju, Mädel! Guck mal. Komm, wir laufen einfach. Ignoriere sie einfach. Just ignore them. Komm, wir laufen auch einfach durchs Feuer, ne? Das ist denen absolut shit egal. Okay. I can live. Oh oh. Dann hier. Hier lang. Hier lang. Ist. Oh, tollpatschig. Wir müssen weg. Das war nur ein Schulterschuss. Nicht oh oh. Doch im Ernst. Ich hab's. Lauf. Ich konnte nicht mal looten. Grad und Gaming so. Auch die haben wunderschönen guten Tag. Ich konnte nicht mal looten, ne? Fuck. Na, da guckst du doof auf der Wäsche, wa? Oh. Alter, gibt's denn hier mal eine Stelle, eine Sekunde, wo man mal durchatmen kann? Kann es doch nicht sein. Aber ich muss sagen, trotzdem, nevertheless, bisher recht gut gemeistert, oder? Bisher recht gut gemeistert. Ich habe da Sachen vergessen, ne? Und hier auch nochmal. Sowas sehe ich immer ungern. Sowas sehe ich immer ungern. Aber vielleicht kommen wir ja nochmal dahin, Adam. Hör zu, er ist hinter dir her. Wenn er nochmal aufkreuzt, lauf. Er ist hinter dir her. Wenn er nochmal aufkreuzt, dann... Ich mach meinen Job. Ja, mach dein Ding, ich lauf weg. Wir können jetzt Powergamer nicht mehr leiden. Calzone... What? Ich muss gucken. Wait a second, das muss ich jetzt angucken. Ah, ich hab... Ah, shit, kann ich nicht. Ich hab Discord ausgemacht. Ich muss Arbeitsspeicher sparen. Ich guck's mir später an. Ah, die Arbeit ruft. Willkommen. Yes. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot. Lass mal was verkaufen, Freunde. Das verkaufen. Nee, stopp. Fast nee, doch, verkaufen. Nee, das nicht verkaufen. Das definitiv nicht verkaufen, Freunde. Huh? Ansonsten. Da können wir hier noch ein bisschen was verkaufen. Behalte ich. Die können wir auch nochmal verkaufen. Sehr schön. 47. Alter. Heftig. Danke. Ja, macht 10 Euro. Was? Lass mal hier reparieren. Nenn mich ruhig pingelig, aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. Das ist Resident Evil und nicht Hello Kitty. Durchatmen ist nicht. Ja, aber atmen, habe ich gehört, soll gesund sein. Just by the way. Riot Gun. Also gegen ich Aufstände. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Ja, das würde ich jetzt so per se nicht sagen. Ich habe vor allem nicht mal mehr Platz für die. Fällt mir gerade mal so auf. Gut, ich müsste vielleicht einfach mal so machen. Jetzt hätte ich wahrscheinlich wieder Platz für die. Nehme Reise. Willkommen.
habe ich natürlich nachgeladen, das ist natürlich auch kacke, ne? Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könnte dir das Leben retten. Wo wollen wir? Wollen wir die holen? Wo sagst du? Nee, ich glaube, die ist zu groß. Ich glaube, die ist zu groß, oder? Aber ihr dürft halt nochmal. Komm, wir nehmen die trotzdem mit. Das Ding hat den Namen Wumme doch echt verdient. Wumme! Das Problem, das traurige an der ganzen Sache ist halt, ich kann die nicht. Oder kann ich die irgendwie entladen? Kann ich die Munition wieder rausholen? Eher nicht, ne? Stirb mir da willkommen! Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Sagen sie alle. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Klingt erstmal ziemlich logisch. So, hier können wir schon mal. Oh, die macht dann 8. Verstehen wir deinen Geschmack, Fremder? 8 Damage. 9, 6. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh, hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Yes, durchaus. Hier, wie du es haben wolltest, wäre das angenehme Reise. So, warte mal, haben wir die jetzt schon irgendwo mit drinnen? Noch nicht, ne? Schnellzugriff. 5-mal machen. Er sieht schon ganz cool aus, ne? Die sieht schon ganz cool aus. Ich habe jetzt die extra noch nicht verkauft, weil die noch 3 Schuss drin hat. Ja, that's all. Ja, deswegen habe ich die noch nicht verkauft. Die können wir jetzt gleich nochmal frei ballern, wo wir lustig sind. Ja, vielleicht können wir es ja irgendwo sinnig machen. Also atmen soll die Lebenserwartung steigern? Ja, durchaus, das habe ich auch gehört. Ja, ich weiß, man soll ja nicht immer auf alles hören, was man so mal so beiläufig mal mitbekommt. Habe ich jetzt schon gespeichert? Ich glaube noch nicht. Aber ich glaube, das ist tatsächlich wirklich wahr. Echter Bonus. Stellen Gesundheit wieder her. Warte mal, was haben wir denn sonst noch alles? Hä? Hä? Ach, die Talismane! Das ist gar nicht. Ach nee, stopp, doch oben. Für Rohstoff L, Geld steigt. Und Schießpulver steigt. Okay, wir hatten, glaube ich, den hier, ne? Pistolenmunition steigt. Okay, die Talismane machen das. Ah. Dann ergibt das auch mehr Sinn. Wir können ja Talismane irgendwie auch holen durch diese Schießübung da. Durch die Jetons. Wenn die natürlich effektiv so Boni haben. Ist doch geil. Das ist nicht verkehrt. So, aber erstmal wieder speichern. Wo waren wir? Hier waren wir. Des einen Knarre des anderen Leid, Fremder. Ich wollte nicht nachladen. Fuck! Warum hat der jetzt nachgeladen? Ich hab mich gedrückt. Fuck. Naja, Verschwendung. Verschwendung! Machst du nichts? Haben wir jetzt hier noch irgendwo was? Nee. Vorsichtig. Yo! Vorsichtig. Beware! The Dragonborn comes. Es musste also kommen. Ja, hier, geh zu ihr. Sorry, das war verklickt. Das war aus Versehen, ich bin gestolpert. Nimm sie. Beende deinen zwecklosen Kampf. Überlasse deinen Körper dem Willen unseres Gottes. Bist ein beschissener Missionar, weißt du das? Oh, Allmächtiger. Gebt mir die Kraft, eure Feinde zu zerquetschen. Leck mich doch. Ich glaube, das will er zu gern machen. Weg! Okay. Hasta luego. Alter, das macht sich besser. Danke dir für deine Gabe. Oh no. Willst spielen? Dann spielen wir. Au! Mich in Ruhe! Pisser! So, kurz aber wechseln. Jetzt kommt nämlich die Große.
Hier, schluck das, mein Freund. Ich muss, glaube ich, einfach mal gegen. Hat er mich gerade Pisser genannt? Oh, die Waffe ist gut, ne? Das war eine super Entscheidung, Freunde. Es war eine super Entscheidung. Oh ja, war das eine gute Panne. Er steht immer noch auf. Alter, Dude, gib doch einfach auf. Alter, was ist denn falsch bei dir? Das war's wohl mit deiner Stepptanzkarriere. Oh Gott. Das war's wohl mit deiner Stepptanzkarriere. Oh Gott! Why not? Das war gut. So, was hebt man nicht einfach auf? Ich glaube, ich sollte mich heilen, oder? Ich fühle mich gerade nicht ganz so... ganz so safe. So, herstellen. Mal kurz wieder unsere Kräutermischung, wie wir sie von Oma gelernt haben. Ich laufe direkt wieder rein, ne? Holy shit, bin ich clever. Hier, suck on that! Oh, ich muss nachladen. Moment! Oh Gott. Nichts mehr in der Hand, was? Alter, der ist jetzt echt ausgewichen! Oh oh. Das war doof! Oh, warum musste ich gerade in dem Augenblick nachladen? Das ist so typisch mein Glück, ne? Ich muss mich wieder heilen. Fuck! Aha, daneben! Jetzt nochmal. Schön in den Rücken. Alter. Dude. Was ist da weh? Ah. Ich hab echt gerade kein Timing drauf, ne? Ich hab's gerade so heftig nicht drauf. Naja, für den reicht's. Für den reicht's, glaube ich. Oh, guck mal, sein Auge ist rausgefallen. Plopp. Ist Boys on Fire? Yes. Wieso ist Nachladen eine Verschwendung? Habe ich gesagt, Nachladen ist eine Verschwendung? Das meine ich natürlich nicht. Ich habe einmal nicht getroffen mit der... mit der, mit der Schrotze. Lass mich erstmal looten. Und Amy auch dir einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du auch da bist. Gut. Kann ich nochmal hoch irgendwie so ein bisschen gucken? Okay, machen so. Hey, kommst du? Ja, bitte beruhigen Sie sich, ja? First things first. Immer noch ein Kräuterle. Bisschen, oh, bisschen Munition ist gut, ja? Das ist schon ein bisschen was mehr. Leon! Ja, Herrgott's Willen. Hier mal nochmal ein Kräuterle, das ist gut. Mal runterspringen, hier vorne ist auch noch was. Ja! Alter, die Störung. Mendez, falsches Auge. Bestell deinem Gott schöne Grüße. Haben wir hier noch was? Ich glaube nicht, ne? Ja, ist okay, ich komme jetzt. Beeil dich! Das Auge, yes! Das Auge ist bekanntlich immer mit. Nein, das war halt nur ein falsches Auge. Ich weiß nicht, warum ich es mitnehmen sollte. Werden wir gleich sehen. Gern geschehen. Alter, the fuck. Ich habe hier gerade die Monsteraufgabe gemacht. Mit dem Monster. Und so. So, schauen wir uns das Auge direkt mal an. Wo haben wir es denn? There you go. Oh, das ist 12.000 wert? Ein sorgfältig gefertigtes Augenprothese aus Keramik. Also gefertigte Augenprothese. Lässt sich sicher verkaufen. Ist ein bisschen ekelhaft, aber trotzdem geil. Sie werden das Feuer sicher bald bemerken. Ach, werden Sie das?
Lasst uns weiter. Is that so? Du, ich werde mich doch nicht in eine von denen verwandeln, oder? Ja, doch. Nein, that's, dafür sorge that's the thing. Versprochen. So, dann kann ich das im Prinzip, nehme ich die hier, schnell Zugriff und mach die mal auf 3. So. Schön nachladen, Freunde. Weil die Waffe war schon gut, ja? Also die hat schon ordentlich reingebumst. Ich sage es euch so, wie die ist. Die hat schon ordentlich reingebumst. So muss das laufen. Oh. Du meintest, als du aus Versehen nachgeladen hast, dass es jetzt eine Verschwendung war? Ach so, das kann möglich sein, ja? Dass ich eventuell hätte nicht nachladen müssen, weil ich noch Schuss da hatte und der hätte gerade seine Brandfässer noch umgezogen. Hätte ich lieber nicht machen sollen, weil, ne, war halt ein bisschen doof. Aber gut. Im Eifer des Gefechts, ja, ich bitte euch. Oh, Accessoire. Haarfarbe rot. Wollen wir ihr mal die Haarfarbe rot geben, Freunde? Je rostiger das Dach, desto feuchter das Röckchen. Irgendwie so. Moment. Ach, es geht nur entweder oder? Jetzt ist keine Brille mehr auf, aber dafür rote Haare. Bescheid. Wisst ihr einfach mal Bescheid, ja? That's it. Ey, ich hab schon wieder einen Schatz vergessen. Nach da oben. There you go. Komm runter da! Smaragd. Wobei, das passt jetzt nicht mehr zu den Klamotten, ne? Blond hat da echt besser zugepasst. Ich glaube, wir machen wieder Brille, Freunde. Blond passt zu den Klamotten einfach besser. Ja, man muss das so ein bisschen farblich abgleichen. Nützt nichts. Ja? Nützt nichts. So, wir ziehen aber erstmal die Sonnenbrille aus. Und könnt ihr mir wieder in die Augen gucken. Alter, der sieht aus wie so ein heftiger Drogenjunkie. Okay, ich zieh die Brille wieder an. Never mind. Es liegt an den Augenringen, Freunde. Ja, vielleicht auch ein bisschen an den roten Haaren. Roten Augen. Zieh dann doch wieder Sonnenbrille an. Wie du es machst du es verkehrt, Freunde. Was will ich euch erzählen? So, aber hier sind wir richtig. Das ist schon mal gut. Wollen wir Aussicht genießen. Ja, wer zieht denn das gerade hoch? Nice. Tja. Nice. Wenigstens kann uns so keiner folgen. Na komm. Na guck mal, Leon ist auch definitiv ein Optimist, ja? Wenigstens kann uns so keiner folgen. Wir können zwar auch nicht mehr fliehen, aber zumindest kann uns auch keiner mehr folgen. Kapitel beendet. Sehr schön. Wir kommen weiter. Echt gut voran.